Ja, Martin Tauber, schön, dass du da bist. Stell dich vielleicht auch nochmal ganz kurz vor. Wer seid ihr? Wofür steht die Marketing Factory, für die du tätig bist? Ja, vielen Dank für die Einladung. Martin Tauber, mein Name. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Marketing Factory GmbH, ein Unternehmen in Südtirol, Italien. Wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Themen im digitalen Marketing. Eigentlich begleiten wir den Kunden von ganz zu Beginn der Webseitenplanung bis am Ende zur Vermarktung und haben deshalb in einem großen Branchenschnitt eigentlich mit vielen verschiedenen Unternehmen zu tun und klarerweise auch bei uns in Südtirol natürlich stärker im Tourismus und deshalb da einen starken Fokus auch drauf. Ja, Suchmaschinenmarketing oder Search Engine Advertising ist natürlich ein zentrales, wichtiges Thema, hört man natürlich schon seit Jahren, aber ist insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen wichtig, das zu nutzen und einzusetzen. Google hat da ja mit dem System von Ads, was früher AdWords hieß, wurde ja jetzt umbenannt, eine hohe Relevanz im Online-Marketing. Und ja, inwiefern ist es wirklich notwendig für kleine mittelständische Unternehmen, das zu nutzen? Und dann vielleicht noch ergänzend, ist Google da nach wie vor konkurrenzlos oder gibt es da auch schon Alternativen vielleicht? Ja, also für kleine und mittelständische Unternehmen ist es ein sehr, sehr spannender Kanal, weil ich es einfach dadurch schaffe, Kunden auf meine Seite zu ziehen, die konkret nach meinem Angebot suchen und denen eigentlich das passende Angebot anzubieten. Anders wie es jetzt bei anderen Marketingformen ist, wo man wirklich versucht, in der großen Menge den Kunden zu finden, hole ich mir da eigentlich den Interessenten auf meine Webseite, was ein sehr, sehr spannender Faktor ist. Google ist mit Sicherheit der Player am Markt mit der größten Marktbeteiligung. Jedoch gibt es da auch, trifft es schon in die Richtung, wo wir sagen können, Microsoft hat beispielsweise auch mit Bing Möglichkeiten durch Integration in der Suche, sei es jetzt zum Beispiel in Windows oder auch in anderen Bereichen, da nochmal Fuß zu fassen. Man muss sich aber zugestehen, dass derzeit Google auch deutlich über 90% mit Sicherheit die Nummer 1 auf diesem Markt ist. Ja, ja und wie kann da der Erfolg konkret gemessen werden? Also wie, wenn jetzt ein Unternehmen das nutzt, beispielsweise Google Ads, was sind da wichtige Kennzahlen, die zu beachten sind? Sehr wichtig, ich muss natürlich genau schauen, wie kaufe ich den Kunden ein. Das heißt, lohnt sich das am Ende auch? Das Spannende eben im digitalen Marketing ist, ich kann wirklich die Kosten 1:1 auch dem Revenue, also dem Verdienst am Ende gegenüberstellen und dementsprechend auch errechnen, wie teuer war jetzt dieser neue Kontakt oder war dieser neue Kunde. Und genau das sollten dann auch die Werte sein, die man ständig analysiert und gleichzeitig auch die Kampagnen dementsprechend danach ausrichtet und gut performende Kampagnen dementsprechend auch weiter ausbaut und mit mehr Budget nochmal versieht. Und ja, Unternehmen, die sich neu damit beschäftigen, was nehmt ihr da so wahr? Was haben die für Herausforderungen zu bewältigen oder wo sind da die Schwierigkeiten, wenn die wirklich jetzt das erste Mal Google genutzt haben und auch Kampagnen vielleicht schon geplant haben? So, was ist da vielleicht noch zu empfehlen oder an Optimierungspotenzial? Ja, erstmal sind es vielleicht auch ein bisschen die Berührungsängste mit genau diesem neuen digitalen Medium, aber da hat man eben die Vorteile, dass man auch einzelne kleine Kampagnen auch mal testen kann, wo man sich auch schon erste Daten erarbeitet und rausfinden kann, funktionieren denn die geplanten Maßnahmen in dem Maße, wie ich es mir vorstelle. Anders wie in anderen Werbeformen hat man da einfach die Möglichkeit, auch mit kleineren Testbudgets genau solche Testballons zu machen. Und die Erfahrung, die wir dann machen, ist dann, wenn man merkt, dass eine Kampagne gut funktioniert, ist das Vertrauen auch einfach sehr schnell da und auch die Bereitschaft, da nochmal mehr rein zu investieren und dementsprechend den Kanal auch auszubauen, sehr, sehr präsent. Also es ist empfehlenswert auch, dass die Unternehmen vielleicht mal so kleinere Kampagnen erstmal einsetzen und mal so ein bisschen rumprobieren, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. Und langfristig, wenn es wirklich langfristig Maßnahmen umsetzen möchte, was muss es dabei beherrschen? Was sind da für Kompetenzen vielleicht notwendig, das konkret umzusetzen? Ja, langfristig ist sehr wichtig, dass man sich natürlich nicht nur auf einen Kanal beschränkt, sondern da wirklich einen guten Kanalmix aus den unterschiedlichen Werbeformen berücksichtigt. Ich empfehle auch meinen Kunden, die sich mehr mit solchen Themen beschäftigen, wirklich da auch Kompetenz im Haus aufzubauen. Das heißt, die Kompetenzen oder auch das Verständnis, wie können denn die Zahlen gelesen werden, sollte auf jeden Fall da sein, damit am Schlussendlich dann auch ein Kunde
intern im Haus einen Mitarbeiter oder eine Person hat, welche die Themen auch mitverfolgen kann und live mit dabei sein kann, da es auf jeden Fall einer der wichtigsten Kanäle ist und dementsprechend sollte dem auch mitarbeitertechnisch intern die Tragweite oder auch die Wichtigkeit auch gegeben werden. Ja, in dem Kontext sind ja Keywords auch ein wirkliches Schlagwort, ja, ganz eindeutig und buchstäblich. Gibt es da vielleicht eine Empfehlung auszusprechen? Wie kann es einem Unternehmen erleichtert werden, da wirklich die richtigen zu finden oder auch die nützlichen, die wirklich auch das gewünschte Ergebnis dann erzielen können? Das geht eigentlich in beide Richtungen. Beide Richtungen bedeutet, Unternehmen neigen dazu, wirklich zu stark ins Detail zu gehen und dann Keywords mit in die Kampagnen reinzunehmen, die zu spezifisch sind und dementsprechend auch einfach die Pflege des gesamten Accounts extrem verkomplizieren, da ich mir einfach Hunderte oder Tausende an verschiedenen Keywords anschauen möchte. Gleichzeitig kann es aber auch in die andere Richtung gehen, dass zu breite Keywords mit hineingenommen werden und dadurch auch Budgets ausgegeben werden an Zielgruppen, die jetzt nicht so relevant werden. Die goldene Mitte ist da natürlich immer genau der Weg, den man gehen sollte. Das heißt, möglichst Keywords ausbauen, aber dementsprechend nicht zu tief in den Markt, nicht zu tief in die Keywords reingehen, damit wir uns da nicht verzetteln und am Ende einen großen Verwaltungsaufwand haben für dieselben Ergebnisse.